T-Systems hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Seit dem letzten Sales-Kickoff verging kaum ein Tag ohne Schlagzeilen. Unter Druck. T-Systems gilt seit längerem als Sorgenkind. T-Systems kommt nicht voran. Telekom sucht rasche Lösung für T-Systems. Konkurrenzlos, unglücklich. Stagnierende Umsätze, schrumpfende Gewinne und Personalabbau. Die Medien sehen T-Systems als angeschlagen. Bei T-Systems grassiert Angst vor Entlassungen. Obermann bereitet offensichtlich Kündigungen vor. Verschärfter Kurs gegenüber der Belegschaft. T-Systems droht Jobabbau. Schlagwörter wie Verkaufsabsichten. Telekom seziert GK-Sparte. Telekom will T-Systems zerschlagen. Wird T-Systems verkauft? Partnersuche. Bleibt T-Systems ein Ladenhüter? Telekom müht sich. T-Systems ist schwer verkäuflich. Immer neue Strategien. Kunden verunsichert. Deutsche Telekom findet keinen Partner für T-Systems. Und Personalien bestimmen das Bild von T-Systems in der Öffentlichkeit. T-Systems-Chef Pauli geht. Siemens-Affäre erreicht die Telekom. Streit um Strategie. Bei T-Systems geht noch ein Manager. Der Wettbewerb nutzt die Situation bei T-Systems aus. BT Deutschland will schneller als Konkurrenz wachsen. T-Systems kriselt, IBM frohlockt. Zeit zum Handeln. Branchenkenner wird neuer Telekom-Vorstand für die Geschäftskundensparte. Sanierer für die Sorgensparte. T-Systems holt EDS-Manager Clemens. T-Systems soll wieder auf Wachstumspfad. Hochkarätige neue Deals machen Mut. Beste Voraussetzungen für einen Neustart. Großauftrag für T-Systems. IT-Netz für Landesregierung Sachsen. T-Systems hat gute Aussichten auf großen IT-Auftrag bei Shell. T-Systems ist globaler SAP und lokaler Avalok-Partner. T-Systems erhält Aufträge von Airbus. T-Systems versorgt Lidl mit neuem Netz. T-Systems betreibt Packstationen der Deutschen Post. T-Systems geht Technologiepartnerschaft mit BMW Sauber ein. Jetzt heißt es, alle Kräfte freisetzen und gemeinsam die Fesseln des letzten Jahres sprengen. Reach out. Steve Wade, liebe Kolleginnen und Kollegen.